Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Short-Video. Ja, ich guck mal heute wieder Shorts an. Die Leute und ich haben da Bock drauf. Ich bin gespannt. Da die militante Veganerin nun ihr Beruf gewechselt hat, machen wir heute einen ganz besonderen Steak. Digga, den Typen feiere ich mies, Mann. Aber wenn ich mir den jetzt reinziehe, kriege ich safe direkt Hunger. Deswegen lassen wir es. Können wir mal über Klassenfahrten reden? Ehrlich, ich glaube, es gab nichts, was so episch war wie Klassenfahrten in der Schulzeit. Digga, ich weiß nicht, ob das nur bei euch so war, aber wir wurden einfach jeden Morgen um 7 Uhr von diesem Lied geweckt. So, es ist 6:30, dann wollen wir doch mal die Schüler wecken. Digga, wer hat die... Ja! Wir wollen schlafen. Ich so, mach die Kacke aus. Wir haben 7 Uhr morgens, Digga. Digga, geiles Lied. Guten Morgen. In 5 Minuten gibt es Frühstück und in 20 Minuten treffen wir uns vor der Jugendherberge. Deswegen seid so lieb und weckt die anderen. Die Musik lasse ich euch noch ein bisschen an. Warum denn so jung? Geil! Ey, nee, Digga. Aber guten Morgen. Ey, ganz ehrlich, ich fühle das absolut und es ist mein Lieblingslied. Und soll ich euch eins sagen? Ich mache das auch immer so. Wenn ich mit den Jungs bin und ich bin der Erste, der wach ist und denk grad dran, Bruder, dann knall ich das Lied voll Lautstärke rein und so werden die Jungs geweckt. Ja, auf einer Klasse, ist so. Was auch nie fehlen durfte, waren diese Partys auf den Zimmern. Und ich weiß auch gar nicht warum, aber oh, haben wir immer nur in den Mädchenzimmern gechillt. Digga, und dann haben wir da immer Flaschendrehen gespielt. Und los. Lukas. Flaschendrehen, ne? Eins im Chat, wer es genau weiß. Flaschendrehen war einfach so, du kommst an deinen Crush ran. Wenn du Glück hast, ist dein Crush in dem Zimmer. Flaschendrehen. Und dann musst du nur noch, du musst nur noch Glück haben. Noch einmal die Flasche drehen, dann so. Hey, der Nächste. Der Nächste, auf den die Flasche geht, der muss jetzt Danny küssen. Und du siehst so, dein Crush, du siehst so, okay, Digi. Ich habe viele Chancen, aber ich brauche nur diese eine. Und die Flasche dreht sich und bam. Ja, ist doch so. Aber so ist es doch. Wahrheit oder Pflicht? Fühl ich. Und da wurden dann immer die heftigsten Wahrheit oder Pflicht, auch ehrenlos. Auf welcher Klasse stehst du? Auf Sophie? Oh, oh mein Gott, ich wusste es. Oh mein Gott. Und deswegen, Digga. War einfach geil. Klassenfahrten, sag ich euch, war der Shit. Alltag eines Talahun. Talahun steht stets so nach der Schule auf. Der Bruder will ja nichts lernen. Oh, Junge, sich zum Ohr. Zeit für ein mieser Talahun-Pfeife, Janne. Ein Talahun filmt auf Snapchat erstmal fake Gucci Kappi-Sammlung im Schrank auf dieser Verkäufer auf Dropshipping-Basis. Dann stellt er sich vor dem Spiegel und kämpft gegen seine inneren Dämonen. Der ist für dich, Hilal Aschkam. Schlaghose von Schwester Muster mit Gnom Volk unter Schlag Zivilation gründen kann. Kennt so Shirtballer, Kette auf Hund, macht Ruf, Laptop-Tasche mit Switch und Super Smash, meine Bros. Und Arme auf knapp vor Existenzregeln. Dann muss draußen Stress beginnen, aber nicht alleine. Talahun sind immer im Rudel unterwegs, Leute. Sondern mit 19 Vers 1 und immer Schlagstock, Nunchucks und Messer dabei haben. Gegenüber ist sowieso stärker als du. So wirst du zum ultimativen Talahun. Ich finde die Talahun-Memes so geil, Leute. Ehrlich, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist doch einfach lustig, Mann. Es ist witzig. Ah, so schön in den Bergen. POV, du willst nur wandern. Jo, wo sind die da denn? Wie geil sieht das aus? Was geht ab? Ich will nicht auf dem Mountainbike-Trail fahren. Was meinen Sie, wie gefährlich das eigentlich ist? Ich muss Sie jetzt anzeigen. Das ist hier kein Ort, um Gassi zu gehen. Das ist nur für Radsportler geeignet und für sonst niemanden. Ich wollte eigentlich einen doppelten Backflip über diese Rampe hier machen. Und dann kommen Sie. Hier spielt die Musik und nicht da drüben. Meine Güte, um einen hätte ich mich verletzt. Nochmal Glück gehabt. Ey, fühle ich aber, ne? Sag ich, wie ist es? Das kann ich sehr, sehr nachempfinden. Wir hatten damals sowas Ähnliches auch als Kind. Immer, ey, wenn da welche Rad gefahren sind oder so. Oder die waren komplett krank unterwegs. Was geht denn ab? Habt ihr euch schon mal gefragt, wie auf unserer Erde alles entdeckt wurde? Heute Teil 2, Freunde, weil der erste Teil so gut bei euch ankam und eure Kommentare wirklich endlevel lustig waren. Wiki schreibt... Okay, 128.000 Likes. Also der Part ist auf jeden Fall auch gut angekommen. Wie haben Menschen reagiert, als die erste Frau schwanger war? Digga, was? Aber mal ehrlich, Digga. Ich versuch mir das gerade vorzustellen. Ey, das ist aber smart. Wie hat der Mensch reagiert, als das erste Mal eine Frau schwanger war? Auf einmal war die richtig dick. Eberhard, was so denkt man da? Ja, Gertrud, was ist los? Was ist mit deinem Bauch passiert? Ich weiß auch nicht, aber ich habe die ganze Zeit Schmerzen. Gertrud, du schaffst das. Moin.
What the fuck? Und auf einmal guckt da so ein Kopf raus. Aber den nächsten Kommentar fand ich noch besser. MCC schreibt, wie hat der erste Mensch eigentlich Milch entdeckt und was hat er sich dabei gedacht? Jetzt überleg mal, da war jemand, der hat wahrscheinlich gesehen, wie Kälber von der Mutterkuh getrunken haben und hat sich auf einmal gedacht, so, jetzt leg ich mal Hand an. Digga, ich glaube, da hatte wirklich jemand ganz wilde Fantasie. Aber wisst ihr, was ich dann wiederum viel krasser finde? Digga, wer kam auf die Idee, aus Milch Käse zu machen? Digga, what the Smart. Fuck? Smart. Lass mal Milch entrahmen und mit Sahne vermengen. Also der Typ, der Käse erfunden hat, ist krass. Wir das mit Hilfe von Milchsäurebakterien vorreifen und anschließend lassen wir es dann noch gerinnen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ja, Mann, ich habe zwar keine Ahnung, warum wir das machen sollten, aber lass mal machen. Das ist doch so unfassbar random alles. Wie haben die überhaupt herausgefunden, wie man Kinder zeugt? Tja, Simon, das ist eine Frage, über die reden wir besser erstmal nicht. Da kann man nur mutmaßen. Typen im Gym ohne Grund. Ich war heute erst im Gym, mal gucken. Ja, den habe ich heute auf jeden Fall gesehen, den Typen. Jo, Einzelchat, wenn ich auch mal ein Video im Gym drehen soll, ne? Ich habe heute so ein Schild gelesen, da stand dran, willst du Geld dazu verdienen, bist du Influencer, melde dich bei uns. Soll ich's machen? Soll ich hingehen und sagen, ich bin Influencer, ich bin Fitnessprofi? Ich? Soll ich sagen, ich bin Fitnessprofi? Soll ich's machen? Easy, ne? Was machen wir mit dem Geld? Soll ich euch zum Döneressen einladen? Ich würde sagen, es ist eine gute Idee. Den Furzer im Gym. Das wäre der Super-GAU, Alter. Oh mein Gott. Ja, aber den darf man machen, ehrlich. Das ist egal, wie fett man ist, den darf man machen. Wenn man gepumpt hat und man war im Gym, Digga, dann darf man sich im Spiegel angucken. Das ist fair. Oder? Was meint ihr? Kannst du Gott sehen? Nein. Schüler macht Lehrer vor der Klasse lächerlich. Mhm. Kannst du Gott anfassen? Auch nein. Dann gibt es keinen Gott. Können Sie Ihr Hirn sehen? Nein. Können Sie denn Ihr Hirn anfassen? Auch nein. Wusste ich's doch. Also haben Sie kein Hirn. Ey, aber ich feiere die Musik, ne? Aber ich feiere auch Alpaisanti. Wenn du gerade was Schwarzes anhast, sind das plus 100 Aura. Easy. 100 Aura. Nein, Sensei Wu, ich denke nicht. Doch, Gamadon, heute schon. Schaffst du deinen Meister in Aura? Du brauchst 1000 Aura, um zu bestehen. Oha, Digga, ich hab 100 Aura schon. Wenn du gerade unter 50% Akku hast, sind das minus 100 Aura. 54%! Yes! Hast du schon geliked? Also, ich hab immer noch 100 Aura. Wir hätten nur Minus bekommen, Leute. Wenn nicht, hast wir hätten du jetzt nur Minus. 3 Sekunden Zeit, um dafür 200 Aura zu bekommen. Ja, mach ich. Wenn du es nicht schaffst, sind das minus 200 Aura. Yo, chill mal. Geben dir 100 Aura. Grüne Augen. Und was ist mit braunen Augen? Ich hab 300, Leute. Ich hab 300. Und für schwarze Haare bekommst du 200 Aura. 500! Für einen Follow kannst du dir 200 Aura kaufen, wenn du es brauchst. Falls dir das Video ein Freund geschickt hast, sind das auch minus 200 Aura. Du kriegst das Video einfach geschickt, Digga. Minus 200. Aber wenn du es auf der For You-Page siehst, bekommst du 200 Aura. Da sind wir drin, Leute. Da sind wir drin. Plus 200 sind 700. Der Test ist fast zu Ende. Vergiss nicht, am Ende deine Aura in die Kommentare zu schreiben. Wenn die zweite Person bei Teilen mehr und dann WhatsApp ein Klassenkamerad ist, sind das plus 200 Aura. Müll! Hast du es geschafft? Ich schreib direkt einen Kommentar. Müll, Digga. Aber ich lasse ein Like trotzdem drauf. Ich finde das Konzept cool. Seit Jahren sehe ich Leute im Internet immer diese Sea Grapes essen und ich habe mich immer gefragt, wonach das schmeckt. Und yo, was war das gerade? Jetzt habe ich sie endlich gefunden. Und die waren schweineteuer. Da steht, man muss die erstmal für 3 Minuten in Wasser einweichen und genau das machen wir jetzt. So sieht der Spaß aus. Bro, was ist die da? Seetang? Und solange wir warten, bereite ich kurz einen kleinen Dip vor. Ein Dip für Seetang. Mixi, mixi. Mhm. Yo, guck mal, wie fett die sich aufgesaugt haben. Alter. Eins in Chat, wer sich das reinziehen würde. Wer ist von euch so gottlos? Wer wird sich den Scheiß reinziehen? Ey, es gibt... Alter, und es sind nicht wenig, ne? Das ist das Problem. Es sind nicht mal wenig. Oh mein Gott.
Ja? Soll ich sagen, was ich in Chat geschrieben habe? Eins. Ich mach's auch. Ehrlich, ich würd's tun. Lass uns mal dran riechen. Yo, what the fuck? Riecht wie ein nasser Hund. Cheers, oder Iratakimas. Oha. Mm. Ich muss sagen, das schmeckt krass geil, aber ich glaube, das lag auch daran, weil ich es in die Soße gedippt habe. Also probiere ich das jetzt einfach mal so. Und das wird richtig scheiße schmecken. Irgendwie schmeckt das nach nix. Aber Leute, wenn ihr das in eine gute Soße tunkt, erreicht doch schon Sojasauce, dann ist das wirklich geil. Die zerploppen wirklich richtig im Mund, so wie Bubble Tea, nur in ganz, ganz, ganz klein. Dicky, warum isst man sowas? Könnt ihr mir einen guten Grund nennen, warum man sich so eine verdammten Algen in den Rachen reinschiebt? Yo, das kann doch nicht wahr sein, oder was? Wer kommt denn auf die Idee, so eine Algen reinzusnacken? Denn isst doch, dann trink doch gleich die Soße aus. Mann, wenn's nach nichts schmeckt. Ist lecker. Du Schnacksbäller. Ehrlich. Trimax gerät wegen des Finanzamts langsam unter Druck. Ach, Digi, Trimax und Finanzamt, ne? Das Ding ist, Trimax hat schon einen Plan von Steuern. Denken jetzt, ich mach da Geldwäsche oder irgendwas. Max besitzt eine Pokémon-Kartensammlung im Wert von über 120.000 Euro. Ja, Digga, das ist auch krank. Und bitte. Ja! Und verkauft. Glaube ich, Kollegen, auch von mir Kollegen, konnten sich reincashen, Digga, bei ihm. Die konnten sich reincashen und dann konnten die so Booster-Packs, Anteile kaufen, irgendwie sowas. Ich habe alle Streamer Booster verkauft. Es haben 14 Streamer, und da waren auch Bundesliga-Profis dabei. Bin mir aber nicht sicher, ob das Trimax war oder bei Stani oder so. Kann sein, weiß ich nicht mehr genau. Oh, das ist Finanzamt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber wenn ihr viel Geld verdient in Deutschland, Digga, das sind Kopfschmerzen. Die hast du jeden Tag. Aladdin, wie entkomme ich einem Talehorn? Das Video wird schon geil, deswegen lass schon ein Like da. Um einem Talehorn zu entkommen, musst du erstmal wissen, was ein richtiger Talehorn ist. Das Zentrum der Talehorns liegt in Frankfurt. Die Grundpfeiler der Talehorn-Brüderschaft sind... Pass genau auf, Chat. Bauchtaschen, Kenzo und Gucci tragen, eine zu fette Kette haben und ein MMA-Lightweight-Champion sein. Das war ein Talehorn-Endgegner, safe. Ein Talehorn musst du in einen Ort flüchten, der giftig für sie ist. Ein Laden, in dem man normale und gescheite Klamotten kaufen kann. Jetzt wichtig, ruf Bosse. Geh in die Drehtür des Ladens und dreh dich immer schneller. Da die Talehorns giftig auf den Laden reagieren, hast du genug Zeit, um dich länger und schneller zu drehen, bis aus der Drehtür ein Helikopterpropeller wird. Damit kannst du jetzt wegfliegen, um dem Talehorn zu entkommen. Folge Aladdin. Wie kommt man auf so eine Idee, Mann? Das ist schon ein Talent, so viel Scheiße in ein Video reinzupacken, ne? Ich lieb das, Digga. Ehrlich. Allmanns, in freier Wildbahn. Hier müssen wir mies vorsichtig sein. Oh, Diggi, Frankfurt, geografisch Deutschland, ne? Da bin ich drin. Okay, passen wir mal auf. Eine Bewegung kann eine Anzeige mit sich bringen. Das gibt eine Anzeige. Der natürliche Feind eines Allmanns sind Talehorns Sozialpolitiker, seine eigene Frau und er selbst. Allmanns ernähren sich grundsätzlich von Bier, Fleisch und der Enttäuschung der Nachbarskinder, wenn er ihnen den Fußball wegnimmt. Dieser hält sich grundsätzlich an Parkbänken auf, wo er Talehorns beobachtet. An Fenstern, wo er Talehorns beobachtet. Ein Allmann fühlt sich besonders bei Birkenstock. Im Ballokal und am Stammtisch wohl. Das zeigt er auch öffentlich. Wenn der Allmann sich in die Ecke gedrängt fühlt, setzt sein naturgegebener Schutzmechanismus ein. Ah, das ist halt meine Meinung. Um Paarungsbereitschaft und Dominanz zu präsentieren, ist der Allmann Fleisch, schunkelt und betont, wie sehr er hinter Rammstein steht. Jawohl, es gibt noch echte Männer neben Oliver Pocher. Digga, der Typ. Der macht so geile Videos, der kriegt von mir ein Abo, Digga. Hier seht ihr mal, ne? Der hat mich überzeugt, Digga. Kutun, ich denke mal, das wird er mit einer AI-Stimme machen, aber der macht einfach geile Videos. Und das ist auch voll easy eigentlich, so ein Video hier zu machen, Leute. Ne? Gutes Video. Robert, ja, sehe ich auch so. Ja, ich sehe schon, Digga. Also Chat ist auf jeden Fall gerade echt am Sterben. Kann Freitag und Samstag nicht kommen, bin bei der Feuerwehr. Boah, ist dann so, ne? Was soll ich sagen? Ist ja auch erst in 3 Wochen, Vibex. Ich hatte heute sowas, da war ich gefahren, hatte jemand aus dem Fenster geguckt und die ganze Zeit nur mich angeguckt. Das sind diese typischen Rentner. Die stehen so am Fenster, Bro. Die Rentner, so stehen die da. Jeder kennt diesen Rentner, der da so steht.
Bro, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Und du denkst dir immer so, Junge, geh weg von dem Fenster. Guck nicht so dumm. Und er guckt da raus. Und du weißt genauso, Bruder, du hast gerade nichts in deinem Leben zu tun. Ne? Du stehst da einfach und glotzt dumm raus, bis irgendwas Dummes passiert, um dann zu sagen, hey, lass das mal da hinten. Was ist denn das? Diese Frage möchte ich ab heute nie wieder von euch hören. Kann man diese Löffel essen? Fast jeder Dritte fragt mich das im Laden, aber nicht falsch verstehen, ihr könnt mich ja wirklich alles fragen. Wenn keine Fragen mehr kämen, hätte ich ja auch keine Kunden mehr. Auch blöd. Und diese Frage ist jetzt auch gar nicht so doof, aber wenn ich es hier und jetzt einmal kläre, habt ihr mehr Zeit, mir andere Fragen zu stellen. Ja, ihr werdet erstaunt sein, aber man könnte diese Löffel essen. Sie bestehen aus Periamyl, also Maisstärke, und sind absolut nicht ungesund. Geil. Seitdem der Zahn fällt dir dabei aus, wogegen ich nicht versichert bin. Hier sind... Der Typ ist halt krass, ne? Der macht richtig geiles Eis. Wenn du durch einen radioaktiv verseuchten Wald laufen würdest, würdest du nicht merken, wie gefährlich es da gerade wirklich ist. Dich würden weder Pilze ansprechen, noch irgendwelche mutierten Katzen vor der Gefahr der Strahlung warnen können. Außer du hast ein kleines Gerät bei dir, was ständig kleine Klackgeräusche von sich gibt. Und da ist die Faustformel auch relativ easy. Je mehr Klacks du hörst, desto mehr Strahlung ist um dich herum. Ich rede von einem sogenannten Geigerzähler. Und wie man sehen kann, lebe ich nicht in der Nähe eines Reaktorunglücks oder einer Gurke, die radioaktiven Mundgeruch hat. Aber wie genau funktioniert das Ding hier eigentlich? Und habe ich sofort aufschrauben müssen, weil alles, was ich kaufe, ich immer irgendwie aufschrauben muss? Radioaktive Strahlung mit viel Energie, also die, die für uns gefährlich werden kann, ist in der Lage, Elektronen aus Atomen herauszuknallen. In einem Geigerzähler befindet sich eine Röhre mit einem Edelgas. Und wenn radioaktive Strahlung durch diese Röhre fliegt, dann schießt sie von diesen Edelgasatomen ein paar Elektronen raus. Die abgetrennten Elektronen wollen dann aber nicht einfach so durch die Gegend vegetieren. Sie wandern sofort zum Pluspol, was diese kleine dünne Metallstange in der Mitte der Röhre ist. Dieses Krass. Führt dann zu einem Stromimpuls. Krass. Lautsprecher einmal laut aufklacken. Plankton ist ein geiler Macker. Ehrlich. Der erklärt seine Videos immer so cool. Bro, das war ja richtig interessant. Geil. Besser erklärt, Talahuns werden junge Menschen genannt, vorwiegend zwischen 14 und 20, die einen bestimmten Lebens- und Kleidungsstil pflegen. Man sieht sie dem Klischee zufolge in deutschen Fußgängerzonen, U-Bahnhöfen, auf Schulhöfen. Ja, Bro. Also, man sieht die Talahune eigentlich immer. So, weißt du, wie ich meine? Ist ja true. Ich bin komplett fertig. Jedes Short von Paluten ist interessant. Aber auch verdammt glücklich, denn ich bin gerade mit dem Fahrrad hier ordentlich hochgeballert. Und als Geil. Büro gibt's jetzt eine saftige Banane. Wo macht ihr nochmal eure Bananen auf? Hier mal oben. Dahin kommen Menschen. Nicht mal in Ruhe kann man seine Banane essen. Und falls ihr Langeweile habt, gönnt euch meine neueste Fernbus-Folge. Da bin ich den Bus vom FC Bayern München gefahren. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich will aber noch mal gucken, Digga, wie die Aussicht ist bei ihm. Aber auch, verdammt Glück. Alter, wo ist immer Paluten? Der chillt jedes Mal an den krassesten Spots dieser Welt. Von Deutschland, Süddeutschland. Bro, eigentlich, ich überlege echt so, ne, umzuziehen und so. Ja, Süddeutschland wäre schon schön, wenn ich das hier so sehe, ne. Ist echt geil, Digga, die Aussicht fühle ich mies. Sofort mein Geld, was du gerade ist ein bisschen schwer, einfach ein paar Wochen, ja? Ich hab deine Stories gesehen, ich weiß ganz genau, dass du es hast. Junge, ja, schick's ja. mir jetzt sofort, Bruder. Ciao, ciao. Hallo? Nein. Oh. Gib mein Geld. Baby, ich bin ready. Marvin. Laura, was machst du hier? Schatz, Schatz, ich kann das erklären. Mann, Marvin, erst probierst du mich abzuziehen. Oder meine Freundin. Bro, chill, ich hab beides nur ausgeliehen. Ausgeliehen? Oh, Marvin! Du hast ihn abgezogen? Ja. Nein, guck mal, ich hab ihm noch 20 geschuldet. Deswegen, das Ganze hätten wir hier gemacht. Oh mein Gott. Du hast so einen Aufstand gemacht wegen 20 Euro? Ja. Was? Wisst ihr was? Ich hab eine Lösung, okay? Ja. Du darfst deine 20 Euro gerne behalten. Okay? Du musst ein bisschen chillen. Und du darfst gerne mit Marvin bleiben, ja? Passt. Oh, ja. Oh. Komm her. Allein, dass er das verpixelt hat, Digga, geil. Bro, ausgeliehen, ja, war schon bodenlos irgendwo auch, ne? Die Frankfurter Bundesjugend spielt, geil! Ich meine Olympische Gang Wars. Die Eröffnung machen. Olympische Gang Wars! Heute 2000 Talahons mit Schattenboxen. Ah, das ist Blasphemie! Da stellt mein Lieblingsgemälde Talahuni Shadowi Boximus dar. Ja, seit kurzem interessiere ich mich wieder sehr für Kunst. Seit 2 Jahren will ich einfach diese Eiscreme, diesen Fruchtleder probieren und da reinbeißen und das ist so richtig schön crunch. Und jetzt habe ich die Roll-Ups zufällig im Laden gefunden. Ich muss das, glaube ich, auch mal machen, ne?
einfach mal so Produkte probieren? Sollen wir damit anfangen, Leute, dass ich mal in Shorts Produkte probiere auf meinem Zweitkanal Team Denome? Soll ich das da machen? Ich könnte das natürlich auch auf Twitch sozusagen senden und daraus dann halt einen Short machen. Ich habe die halt auch so noch nicht probiert. Ich bin mega gespannt, wie die schmecken. This is so pretty. Yo, was ist das? Das schmeckt wie Fruchtkaugummi, nur was du halt essen kannst. Ich dachte, ich benutze mal mein Poopy Brain und mache ein bisschen Puderzucker darunter, damit das halt später nicht festklebt. Ach nein, das ist nichts für dich, okay? Eigentlich macht man das mit Vanilleeis, aber ich habe jetzt halt nur Amarena. Ich habe es gerade frisch rausgeholt, ne? Ich bin nicht so schwach. Ich packe jetzt noch meine Gefrierer und wie ich sie probiere, könnt ihr dann im zweiten Teil sehen. Nein, Spaß, ich bin nicht so eine. Okay, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt bin ich eigentlich schon fast gewillt zu abonnieren, ne? Das ist so dieses Ding. Aha. Ja, muss ich. Muss ich. Ich supporte das einfach. Ultimatives ASMR. Oh mein Gott. Yo. Sie übertreibt ja völlig. Ich möchte das probieren. Ich schwöre, ich möchte das probieren. Sah krass aus. Digga, ich hab so krass Gänsehaut. Wenn du dieses Gesicht hier kennst, hast du Glück. Wer kennt dieses Gesicht? Das, meine Freunde, ist eine Legende. Merkt euch dieses Gesicht. Das ist eine Legende. XXXTentacion war einer der lyrischsten Rapper und einer der einzigartigsten Rapper unserer Zeit. Leider wurde er 2018 in Florida erschossen. Und derjenige, der abgedrückt hat, saß jetzt endlich vor Gericht. Und das, was der Richter ihm sagt, puh, Gänsehaut. Like I just said, you need to understand that when we say life in Florida State Prison, that means life. You know, as the song says, you can check out any time you like, but you can never leave. You will spend the rest of your life in prison. You'll spend every hour and every day and every week and every year of your life in that cell. And one day, they'll come and open up that cell in the morning and you'll have passed on. And only on that day will you have served your sentence. Krass, Digga. Das ist schon ein Gänsehaut-Moment. Aber das musst du dir mal vorstellen, dem Typen wurde gerade nochmal klar gemacht, wie lang eigentlich lebenslänglich ist. Das ist schon heftig. Am 10. Juni 1990 auf 5300 Metern Höhe löste sich die Windschutzscheibe des Fluges 5390 der British Airways und durch den blitzartigen Druckverlust flog der Pilot aus dem Fenster auf das Dach des Flugzeuges und konnte sich nur noch mit seinen Füßen am Armaturenbrett festhalten. Der Autopilot ging sofort aus und das Flugzeug begann super schnell zu sinken. Yo, was? Ein Flugbegleiter, der nur einen lauten Knall hörte, rannte ins Cockpit, sah den Piloten noch aus dem Fenster hängen und griff nach seinem Gürtel, damit er nicht komplett aus dem Flugzeug fliegt. Halt mich fest! Digga, was ist das denn für eine geisteskranke Story? In diesem Modus versuchte das Flugzeug auf eine Höhe mit mehr Sauerstoff zu kriegen und mit der Air Traffic Control Verbindung zu halten, was bei einem fehlenden Fenster vermutlich eher so klang. Der Co-Pilot konnte das Flugzeug dann irgendwann erfolgreich notlanden und die Hoffnung, dass der Pilot nach dem Herausfliegen und dem dauerhaften Herumgebänge aufs Flugzeugdach dann noch irgendwie am Leben war, war basically nicht vorhanden. Doch dann kam die große Überraschung. Bin noch da! Digga, was? Hat er nicht gesagt. Bis auf ein paar wenige Verletzungen wie Erfrierung im Gesicht hat der Pilot tatsächlich überlebt. Alter, das, stell dir mal vor, du fliegst und das passiert. Da geht die Tür auf und dann hängt da der Pilot so. Bro, ich kann grad nicht fliegen, Diggi. Ist grad ganz schlecht. Bro, ist grad schlecht. Und du so. Sterbe ich jetzt? Das muss doch krass sein, oder nicht? Crazy. Leute, das war's euch wieder mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Flugzeug, zu der Flugzeugstory sagt. Kuss, Kuss. Euer Denno. Out.